Tobias, wir haben ja nun alle diesen tollen Schall im Schilf-Event hinter uns gebracht. Ich habe ja die Mücke gemacht, irgendwann mal im Laufe des Samstagnachmittags bei 36 Grad in Garching und 37 Grad in München. Ihr habt bis zum Schluss durchgehalten. Bis zum bitteren Ende. Bis zum bitteren, aber so bitter war es ja nicht, war ja lustig. Ja, das war schön. War schön, oder? Wie kam jetzt das Internet genau in diese Glasfaserstrecke und damit in das gesamte Festival rein? Ja, wir haben von der Telekom quasi so ein Glasfaserkabel bekommen. Das war im Prinzip unser Eingang. Single Mode? Ein Single Mode Glasfaserkabel, welches dann mittels eines SFP-Moduls an die Glasfaser-Fritzbox angeschlossen Kannst wird. Kannst du den mal kurz rumdrehen? Das kennt ja nicht jeder, wie das geht. Da haben wir auf der Rückseite einen relativ großen Port, ein bisschen größer wie ein ganz normaler Netzwerkport, an dem dann dieses Glasfasermodul, dieses SFP-Modul dann eben reinpasst, so damit man das Kabel eben anschließt. Okay, und alles Internet, was auf diesem Event war, kam über dieses kleine Fritzböckschen rein. Genau. Also da reicht so dieses Modem und dahinter war dann richtig schwere Technik, also professionelle Technik. Richtig. Also wie ging es dann weiter von der Fritzbox? Aus dieser Fritzbox kommen wir dann mit einem Netzwerkkabel raus und sind dann in unsere Switche gegangen. Mhm. Zum Beispiel in diesen Switch von Allnet, dem Allnet SGI 8112PN. Der hat nebenher, dass er auch PoE kann, wir also auch unsere Access Points gleichzeitig mit Strom versorgen können, auch weitere SFP-Module, die wir dort einsetzen können. Und über die haben wir im Prinzip mehrere Switche an verschiedenen Standorten untereinander mit Glasfaserkabeln verbunden. Also wenn ich mich richtig erinnere, ist aus diesem Allnet-Switch Glasfaser rausgekommen. Richtig. Genau. Das heißt, es ist da, wo diese schwarzen Gummipropfen drauf sitzen, da kam die Glasfaser raus. Ne? Genau, das hier drin sind wieder, genau wie bei der Fritzbox auch, weitere Einschiebe für diese sogenannten SFP-Module. Und an diese SFP-Module schließt man dann die Glasfaserkabel. Und da war diese viele hundert Meter lange Glasfaser, die sich quer über das Musikfestival hingezogen hat, und die dann am Ende wieder an verschiedenen Bars in WLAN umgewandelt wurde. Da haben wir Single Mode bei Fritzbox, was reinkommt bei den meisten Anbietern. Single Mode Glasfaser. Single Mode Glasfaser, richtig. Und bei den Switchen oder bei der internen Verkabelung haben wir dann Multimode Glasfaser genutzt, was bis zu 500 Meter etwa geht. Und genau, und von dort ging es dann über normales Kupfernetzwerkkabel zum Access Point. Also das heißt, an mehreren Stellen im Festivalgelände kam die Glasfaser über diesen Allnet-Switch rein, über diesen blauen. Richtig. Und ging dann über LAN-Kabel an die normalen Access Points, weil der auch Power over Ethernet, damit habt ihr die Stromversorgung dieser Access Points, wie man da hinten im Bild einen sieht, bewerkstelligt. Bei dem einen oder anderen Switch war dann noch ein zweites Modul drin, wo es dann letztendlich ein Kabel reinkam und ein Kabel rausging wieder zum nächsten Switch dann. Per Glasfaser ging es ins Festivalgelände rein. Und wo hört die Glasfaser dann auf? Wieder bei so einem Allnet-Switch, oder? Richtig. Ah, das heißt, du hast mehrere blaue Allnet-Switche verteilt überall da, wo du Kupfer-LAN brauchtest. Überall da, wo ich dann am Ende Access Points brauche. Ah, so. Weil über Glasfaser kann ich keinen Strom schicken. Mhm. Deswegen brauchen wir immer noch die Kupfer-Switche. Ja. Weil die können natürlich PoE. Ja. Die versorgen dann die Access Points mit Strom. Und eine dieser Stationen endete dann an einem Campium Switch und einem Campium Access Point, den wir da sehen, oder? Inklusive Antenne. Richtig. Dann. An einem Bürocontainer hatten wir den Campium Switch gehabt. Das ist jetzt in dem Fall der X2010P. P steht für Power, auf Ethernet. Und der macht, wie gesagt, auch PoE. Und daran waren die beiden Campium Access Points dann am Ende angeschlossen. Und von dort aus ging es dann zu einem weiteren Allnet-Switch, da war noch eine Bar angeschlossen und von dort aus ging dann auch nochmal ein Kupferkabel weiter. Genau, das war so der grobe Aufbau. Wir haben an einer Bar den Cambium Access Point und die Pointing-Antenne, die A61 ist das, haben wir da installiert und haben die so platziert, dass die in Richtung Bar fokussiert ist. Und die Kassengeräte entsprechend mit Internet versorgt. Die zweite Bar wurde entsprechend auch mit dem gleichen Setup installiert. Auch der Cambium Access Port und auch die Pointing-Antenne.
Und somit hat man zwei zusätzliche Bars, die vorher so nicht vorgesehen waren, mit dem Internet versorgt. Kannst du das einfach mal ein bisschen zeigen, was für Kabel da reingehen und was da rauskommt? Da hängen ja einige Kabel da hinten. Ja, einmal das weiße Kabel, was PoE vom Switchbook oder was am Switch angeschlossen ist und den Access Point entsprechend mit Strom versorgt. Also Power over Ethernet. Power over Ethernet. Stromversorgung über LAN-Kabel, okay. Und ansonsten haben wir noch die Antennenkabel, die von dem Access Point zu der Pointing-Antenne gehen. Mhm. Und da haben wir einmal 5 GHz Anschlüsse, oder in dem Fall sind es 4 5 GHz Anschlüsse und 2 2,4 GHz Anschlüsse. Mhm. Für verschiedene Antennen kann man zur Not auch ranmachen, dass man für 2,4 zum Beispiel eine zweite Antenne anschließt, mhm, in einem anderen Sektor dann. Aha. In der Fritzbox steckt ja alles unter einer Haube, da steckt das Modem drin, da steckt der WLAN Access Point drin, da stecken die Antennen drin. Jetzt sehen wir da drüben ja diesen Cambium Access Point und diese Pointing Antenne als zwei verschiedene Teile. Hat das denn Vorteile und wenn ja, welche? Genau. Wir haben erstmal von der Bezeichnung, das ist der Cambium Access Point XE34TN. Das ist ein Wi-Fi 6-Wi-Fi 6E Access Point. Und der hat ein dreifaches Radio drin. Also der hat drei Frequenzbänder, die er bedienen kann. Also 2,4, 5 GHz und 6 GHz. Und drei Funkmodule in der Regel. Drei Funkmodule, danke. Mhm. Und genau, und der kann... Ich will gar nicht im Detail auf die technischen Details eingehen, aber der kann bis zu 1500 Clients verwalten, MAC-Adressen verwalten und hat einen Uplink von 2,5 Gigabit. Die Antenne, Luis, magst du da was dazu sagen? Wir haben jetzt mit dem Access Point von Cambium, dem EX34TN, ja, das ist ein richtiges Profigerät in der Hand und brauchen entsprechend natürlich auch eine Profi-Ausstattung, was die Antennen angeht. Deswegen greifen wir auf die Pointing WLAN 061 Antenne zurück, die nicht nur eben 4 Antennenanschlüsse hat, sodass wir auch das gesamte Funkspektrum von diesem Access Point ausgehend damit verwalten können, sondern entsprechend auch für gerade den Outdoor-Betrieb, genauso wie der Cambium Access Point, eben komplett wasserdicht, staubdicht und schlagdicht ist, sodass da eigentlich egal bei welchem Wind und Wetter wir da im Festivalbereich auf Nummer sicher gehen. Hätten wir jetzt einen riesen Platzregen auf dem Festival gehabt, fürs Festival wäre es schade gewesen, aber diesen beiden Geräten hätte es gar nichts ausgemacht. Richtig. Ja, wir hatten tatsächlich knapp nach Ende des Events, circa um 2 Uhr morgens oder so, gab es wirklich einen großen Platzregen. Also da war stand auf einmal wirklich alles unter Wasser. Und da waren wir natürlich froh, dass auch genau die Antennen, die Router, die Kabel etc., dass da alles wetterbeständig war. Und du warst noch dort, als der Platzregen kam? Ja, es ging gerade so alles nach Hause. Okay, spricht für deine Kondition. Man wurde nach Hause gespült, genau. Und hat es jetzt Vorteile, dass die zwei Geräte getrennt sind? Ja, wir können natürlich den Access Point können wir an eine beliebige Position hinpacken, so dass wir vielleicht in der Nähe von unserem Switch uns aufhalten, weil der Access Point natürlich über PoE läuft. Mhm. Und die Antenne kann natürlich dann an einem Mast irgendwo ausgerichtet werden, so wie sie in dem Fall funken muss. Das heißt, du könntest die Antenne jetzt auch so hoch hängen, viel höher als den Access Point, dass sie über alles drüber strahlt, wenn dir jetzt, was weiß ich, ein riesen LKW in letzter Sekunde vor die Antenne fährt, dann würdest du halt das Ding ein bisschen höher an der Stange hängen und er würde drüber strahlen in das Festivalgelände rein. Das ginge, ne? Das wäre ein Vorteil. Auf jeden Fall. Und ein Vorteil ist einfach, ich sag mal, die Modularität. Ich kann natürlich für meinen Access Point, den ich jetzt habe, kann ich beliebige Antennen anschließen. Ob ich jetzt auf eine lange Strecke ein bestimmtes Frequenzband irgendwie übertragen möchte oder vielleicht nur vorne, ob ich das omnidirektional oder nur direktional senden möchte, kann ich halt verschiedene Antennen daran anschließen. Achso, du kannst dann entscheiden, ob du einen Rundstrahler als Antenne verwendest oder so eine Richtfunkantenne, die ja ein bisschen zu ähnlich wie eine Satellitenschüssel aussieht und dann das WLAN ziemlich weit und ziemlich schmal strahlen kann. Ne? Richtig. Richtig. Oder speziell bei Events ist auch der Access Point letztendlich dafür ausgelegt, die Antennen, nicht die jetzt, die nicht, aber andere Antennen haben 60 Grad, 30 Grad, 90 Grad, 120 Grad, wie viel auch immer. Und dann kann ich natürlich auch mehrere Antennen an mehreren Access Points an einen Mast befestigen, habe somit
mehrere tausend Leute, die ich da versorgen könnte. Ach so, du könntest so ähnlich wie beim 4G, 5G Mobilfunk an den Masten, da sieht man ja auch vier Antennen in vier genau. verschiedenen Richtungen und jede bedient einen Sektor, das könntest du hier genau so Richtig. Gestalten. Ja. Also sehr professionell und du kannst genau sagen, wo es hinstrahlen soll und wo nicht. Genau. Gibt es von Pointing auch verschiedene Antennen mit verschiedenen Ausrichtungsmustern, je nach Einsatzzweck. Und sag mal, wenn so eine Installation mal läuft, läuft sie dann oder was kann da noch passieren? Es kann jederzeit ein Stromausfall passieren, der Switch okay. kann kaputt gehen, der Access Point kann kaputt gehen, kann immer was kaputt gehen. Ach, deshalb seid ihr ja bis zum Ende auf dem Festival geblieben, Richtig. Dass falls was kaputt gehen sollte, auch jemand da ist, der da kompetent helfen kann. Ne? Richtig. Aber sag mal, wenn das Zeug erstmal läuft, dann läuft es normalerweise schon, oder? Dann läuft es stabil. Das heißt, ihr könntet im Prinzip auch um 18 Uhr das Festival verlassen und den Rest über die Cloud beobachten. Im Prinzip können wir genau Rechner einschalten, uns Garten setzen, am Pool setzen, was auch immer und dann schön über die Cloud das Event beobachten. Wenn das Festival nicht eine so schöne Veranstaltung gewesen Richtig. Wäre, oder? Naja, wenigstens ehrlich, spricht für War euch. Schöne Musik. Da steht doch bei diesem Campium Access Point, dass der Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6E beherrscht. Richtig. Was ist denn das jetzt? Ist das ein Vorteil? Vorteil grundsätzlich schon, wir dürfen leider 6E in Deutschland Outdoor nicht benutzen. Noch nicht. Wir dürfen 6E in Deutschland nicht funken? Richtig. Im Outdoor-Bereich. Im Indoor-Bereich darf man 6E schon benutzen in Deutschland. Im Indoor-Bereich darf man es benutzen, richtig. Also ist Weil es da nicht andere Frequenzbereiche, nicht andere Frequenzbereiche, Entschuldigung, andere Sendeleistungen erlaubt sind. Mhm. Im Outdoor-Bereich sind halt höhere Sendeleistungen theoretisch erlaubt. Im 6E-Bereich dürfen wir es nicht benutzen. Kannst du jetzt mal ein bisschen die Oberfläche zeigen? Kann ich zeigen, vielleicht ganz kurz, wie kommt der AP eigentlich da rein in die Oberfläche? Ja. Es ist bei Cambium relativ schön gelöst. Man kann out of the box, also man muss das Gerät noch nicht mal auspacken. Man kann einfach die Seriennummer in den Cloud-Controller eintragen und das Gerät konfigurieren. Steht die auf der Verpackung drauf? Die steht auf der Verpackung drauf, richtig. Aus der Verpackung kannst du den in der Cloud schon anmelden, richtig. Bevor du den ausgepackt hast. Und dann kannst du einen theoretischen Hausmeister schicken oder irgendjemanden, der ihn dann aufhängt. Richtig. Wir Wenn's brauchen vor Ort natürlich Internetzugang. Ohne Internet funktioniert es nicht. Ja. Aber so, im Prinzip, Hausmeister packt das Ding aus, schraubt es an die Decke, schließt es an und das Ding hat Internet. Mhm. Dann wird es automatisch konfiguriert. Wir bekommen Firmware-Updates, das, was wir eingestellt haben vorher. Und das ist Cloud-Managed WLAN oder wie nennt man das? Cloud-Managed Internet. Oder ja. Netzwerk. Achso, es ist ja nicht nur der Access Point. Es und nicht nur das WLAN, es gibt der Switch. Die Switcher natürlich auch. Und Router auch. Mhm. / Firewalls. So eine Fritz-Oberfläche kennen ja alle. Wie sieht denn so eine Campium-Oberfläche aus? Kannst du uns da einen Einblick geben? Gerne. Das ist im Grunde genommen erstmal eine Cloud-Oberfläche. Man loggt sich da ein mit seinen Zugangsdaten, die man vorher natürlich erstellt hat. Registriert sich dort, kostenfrei. Und man fängt letztendlich damit an, die Seriennummer einzugeben von dem Access Point, sodass die quasi mir zugeordnet wird oder meine Konsole zugeordnet wird. Dann gibt es WLAN-Gruppen. In den WLAN-Gruppen habe ich dann die verschiedenen Access Points drin, 1 bis 100, wie viel auch immer, können da drin sein. Ich kann auch mehrere Gruppen machen und kann natürlich auch unterteilen in verschiedene Sites. Und kann in den einzelnen Gruppen kann ich konfigurieren, was die Access Points ausstrahlen sollen. Ich habe auch verschiedene WLANs, die ich anlegen kann und kann den Gruppen verschiedene WLANs auch zuordnen. Verschiedene WLANs heißt verschiedene SSIDs? Verschiedene SSIDs, genau. Mehrere Netzwerknamen? Netzwerknamen, richtig. Okay, und um es jetzt mal mit dem zu vergleichen, was jeder kennt, bei der Fritzbox kann ich nur einen Netzwerknamen vergeben pro Frequenzband und notfalls noch ein Gastnetz. Richtig. Hier kann ich mehr bei Campium, oder? Bis zu 16 bei diesem Access Point. Bis zu 16 SSIDs? Richtig. Die SSIDs können wiederum verschiedenen VLANs, virtuellen Netzwerken, zugeordnet werden. Okay. Richtig. Mhm. Macht auch Sinn, dass man das trennt. Und wozu damit, braucht man so viel? Jetzt bei dem Event hat das zum Beispiel ein Gastnetz, du hast ein Kassennetz, ein Managementnetz für uns zum Beispiel. Ja. Du hast ein Netz für die Technik. Mhm. Könntest du auch ein WIP-Netz noch machen, ne? Denen mehr Geschwindigkeit geben? Zum Beispiel. Okay. Am Ende, was der Kunde haben möchte, können wir einrichten. Und dann letztendlich kann ich in verschiedenen Gruppen
relativ einfach konfigurieren. Man muss sich ein bisschen zurechtfinden in der Oberfläche. Es ist nicht ganz so einfach wie bei der Fritzbox, aber dafür habe ich deutlich mehr Einstellungen. Kann ich da auch grafisch reingucken, also geografisch reingucken, wo meine Access Points stehen? Ja, ich kann in den verschiedenen Sites die Koordinaten eingeben und kann dann somit sehen, wo befindet sich die Site. Mhm. Und hab, das können wir gerne gleich einblenden. Mhm. Und das ist dann quasi über Google Maps oder irgendeine Kartenplattform entsprechend dargestellt. Das war Oberfläche Ende? Ja, wir haben jetzt die ganze Oberfläche und da sind wir in 2 Stunden noch da. Dann abschließend vielleicht nochmal die Frage, lief denn alles rund? Was lief nicht rund und was kann und könnte alles schief gehen bei so einem Event, wo ja doch Tausende sich vergnügen und schon allein wegen der Kassen das stabil laufen muss, weil wenn die Kassensysteme, ne, diese kleinen Terminals, wo du zahlen kannst, wenn die ausfallen, dann gibt es nichts mehr zu trinken. Richtig. Im Wesentlichen waren wir ja auch nicht nur für die Installation vor Ort, sondern ja auch während des gesamten Events durchgehend dort, um für solche Eskapaden, die entstehen können, auch entsprechend eingreifen zu können. Ich denke mal, der typische Fall, der auch jetzt leider wieder aufgetreten ist, den vielleicht jeder kennt, ist, dass leider hinter der Bar eine Person den Stromstecker genau von unserem tollen PoE-Switch rausgezogen hat, weil er eine Steckdose für sein Handy brauchte. Und so natürlich der PoE-Switch, der daran angeschlossene Access Point und die weiteren Switche, die wir an den hier dran gekoppelt haben, auch ausgefallen sind. Was bedeutet, dass in dem Fall 3 Bars gleichzeitig kein Internet mehr hatten, die Kassengeräte sich dann gedacht haben, ich kann jetzt nicht mehr bezahlen, man die Kassengeräte neu starten musste, den Switch wieder hochfahren musste und ist halt ungünstig in dem Moment. Also das ist tatsächlich vorgekommen? Genau, das war halt ja nicht vorherzusehen, dass aber sowas kann halt leider eben passieren. Und wie merkt ihr das dann? In dem Fall eigentlich nur durch panische Aufschreie, dass auf einmal nichts mehr funktioniert und warum das Internet nicht geht und dass man ihn niemand mehr bezahlen kann. Und man dann in dem Fall gucken muss, okay, ist alles online? Sind die ganzen Kabel dort, wo sie sein sollen? Bis man dann merkt, der Switch hat keinerlei Lebenszeichen in Form von irgendwelchen LEDs mehr von sich gegeben. Mhm. Wo geht das Kabel hin? Es ist leider ausgesteckt. Also das heißt, ihr habt dann schon so ein Bauchgefühl und so eine Ahnung, wo es dran liegen könnte und ihr fangt vermutlich vom hintersten Punkt an, die Strecke zurückzuverfolgen bis zum Vordersten? Nein, wir hatten tatsächlich auf unserem Rechner, Server, den wir mit vor Ort hatten, alle Switche von der Oberfläche offen und haben dann auch relativ schnell feststellen können, okay, Switch 1, 2 sind online, Switch 3, 4, 5 dann nicht mehr. Ach, das habt ihr gleich an eurem Server gesehen. Das da heißt, mussten wir natürlich erstmal hinkommen. Ihr wisst, wo ihr hinkommen müsst und derjenige, der am schnellsten springen kann, der rast dann los und hofft, genau, dass er durch die vielen Leute schnell durchkommt. Richtig. Dankeschön. Gerne. Gerne.